Fernsehen und Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Telefon-Talkshow in der Nacht. Wie immer hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050. Tanja ist die erste Anruferin heute. Es geht zack, zack hier. 30 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Tanja. Um was geht's bei dir? Und zwar geht's um Folgendes. Ich bin seit circa 3,5 Jahren mit einem Mann zusammen, der verheiratet ist, 3 Kinder hat. Und eigentlich die ganze Zeit nicht einmal daran gedacht hat, was heißt gedacht, vielleicht schon, aber es nicht durchgezogen hat, seine Frau zu verlassen. Mhm. Mir so mit Hoffnungen gemacht hat, ohne Ende. Ja. Und mich damit eigentlich in die Bulimie getrieben hat. In die Bulimie getrieben hat? Ja. Mhm. Durch das, dass er mich nur belogen und betrogen hat. Ja. Bist du mit ihm im Moment immer noch sehr eng verbunden? Ja. Ja. Ich komme von dem Mann nicht los, er ist die Liebe meines Lebens. Und er hat dir das auch so vorgegaukelt, als sei es auch seine große Liebe? Oder sei es Nein, das hat er nicht. Nee, das hat er nie. Wie hat er das denn dargestellt, was er für dich empfindet? Dass wir ganz normale Beziehungen haben, dass er mich liebt und dass er mich braucht. Hat er denn in Aussicht gestellt, irgendwann mal seine Frau zu verlassen für dich? Ja, doch, schon seit 2 Jahren eigentlich, seit 2,5. Ich meine, das ist dann ja schon starker Tobak, ne? Wenn man das dann in Aussicht stellt. Ja, doch. Ja. Wie oft seht ihr euch? Eigentlich fast täglich. Ja. Es ist wie eine ganz normale Beziehung. Und das kriegt er auch dann so geregelt mit seiner Frau, dass er täglich... Ja, die weiß Bescheid. Ach, die weiß Bescheid sogar? Die weiß Bescheid. Ach. Und es ist ihr egal. Es ist ihr egal. Was ist das für eine Ehe? Eine kranke Ehe in meinen Augen. Ja. Kennst du die Frau auch? Ja, ich kenne sie. Ich habe mich mit ihr getroffen zum Kaffee. Wir haben uns unterhalten. Ach. Bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so. Und wie war das zwischen euch beiden, Frauen? Wir haben am Tag vorher haben wir 2 Stunden fast telefoniert miteinander. Mhm. Das war dann so sehr komisch und das Treffen, ja, das war die ersten 2 Minuten war es verkrampft. Mhm. Dann hat sie sich entspannt. Ich war immer noch sehr verkrampft. Ich habe dann den Säugling von ihr auf dem Arm gehabt. Sein Kind übrigens. Sein Kind, ja. Und ja. Und dann kamt ihr relativ normal ins Gespräch? Ja, ganz normal. Wir haben darüber geredet, als würden wir über das Wetter reden. Und habt euch auch nicht gestritten? Nein, überhaupt nicht. Warum ist es überhaupt zu diesem Kontakt gekommen, zu dem Treffen? Es war so, ich war bei einer Freundin gesessen, hab immer wieder mein Leben vorgeheult und natürlich gesagt, pass auf, setz dich hin, telefonier mit ihr, red mit ihr. Mhm. Habe ich gesagt, was soll das bringen? Ja, red einfach mit ihr. Ja. Und so kam es dann zustande und dann haben wir uns unterhalten und dann... Aber du wusstest da schon, dass sie Bescheid wusste? Ja. Ja. Mhm. Ja, wie? Sie hat überhaupt gar keine Eifersucht, ihr ist das völlig egal? Nein, gar nichts, das ist ihr völlig egal. Wäre es ihr denn auch egal, wenn er ganz zu dir ginge? Ja, hat sie mir selber gesagt. Selbst das? Scheißegal, ja. Also ist das nur irgendeine Zweckgemeinschaft, was die da beiden haben? Ja, so ungefähr. Umso schlimmer ja, dass er bei ihr bleibt. Ja, er hat jetzt angeblich schon eine Wohnung und ja, er ist gerade am Renovieren, sagt er. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich kann ihm nicht vertrauen, was das angeht. Ach, er sagt, er hätte jetzt eine eigene Wohnung? Ja. Ja, dann wäre das Erste doch, was ich an deiner Stelle sagen würde, wow, du hast eine eigene Wohnung. Komm, wir gucken sie uns mal zusammen an. Lass uns hinfahren. Ja, das traue ich mich eben nicht, weil ich einfach Angst davor habe, dass es tatsächlich stimmen könnte. Warum hast du Angst davor? Es müsste dir doch gut gefallen. Ja, natürlich müsste es mir auf der einen Seite gut gefallen, dass er es jetzt endlich durchzieht, dass er es wirklich macht, dass ich ihn dann, dass ich dann irgendwo im Endeffekt am Ziel bin. Ja. Und aber wir haben im Moment so eine Krise, eine Beziehungskrise, dass ich einfach Angst davor habe. Was? Ich habe Angst davor, dass er hat mich 3,5 Jahre lang belogen. Ja. Ich habe Angst davor, dass, weil er sagt, er lügt mich nie wieder an. Er hat geschworen, er hat Tränen in den Augen, gibt alles. Du hast Angst davor, dass das vielleicht wieder eine Lüge sein könnte? Ja, genau. Ah, dass es entweder wieder eine Lüge sein könnte, ich mir vielleicht doch Hoffnungen gemacht habe, irgendwo innen drin. Mhm. Musst du durch, würde ich sagen. Ja. Stell diese Frage und mach diesen Vorschlag. Lass uns gemeinsam zu der Wohnung fahren. Also wenn er sich dich in dieser Weise jetzt wieder belogen hat,
finde ich das so unglaublich, dass eigentlich alles klar sein müsste, was du tun solltest. Du bist jetzt bulimisch geworden, das heißt, du bist essgestört. Ja. Das heißt, ja. du erbrichst das, was du isst. Genau, ja. Wie stark ist die Bulimie? Wie oft kommt das vor? Das kommt eigentlich, muss ich sagen, es war schon schlimmer wie jetzt. Im Moment habe ich mich eigentlich ganz gut im Griff. Am Anfang war es so schlimm, dass ich gar nichts drin behalten habe. Mhm. Ich habe mich dann zeitweise nur von Tee ernährt. Von Tee? Weil Tee. Das war das Einzige, was noch drin geblieben ist. Ja. Dann war ich bei meiner Hausärztin, die hat mich dann mit Medikamente versorgt, also mit Spritzen und so weiter. Mhm. Und dann bin ich auch in Therapie gegangen deswegen. Aha. Und habe das einigermaßen gut in Griff. Wie ist die Situation im Moment? Wie oft erbrichst du? Ja, so 3-4 Mal am Tag bestimmt. 3-4 Mal am Tag? Ja. Da hast du nichts in den Griff bekommen. Dann bist du schwerst bulimisch erkrankt. Ja, das Problem ist, ich habe eine Kur beantragt und sie ist abgelehnt worden. Das war das Einzige, worauf ich mich wirklich noch gestützt gehabt habe, weil ich gesagt habe, ich brauche Hilfe, ich kann es nicht allein. Dann warst du aber auch in der falschen Therapie? Mhm. Gehe ich von aus, wie lange warst du in der Therapie? Nicht oft. Nicht oft? Nee, weil es mir einfach nichts gebracht hat. Gut, dann warst du bei den falschen Therapeuten. Mhm. Ich meine, da warnt ja alles um dich herum, dass etwas nicht in Ordnung ist in deinem Leben. Ja. Ne? Das heißt ja, dein Körper, dein Inneres rebelliert aufs Schlimmste. Ja. Du bist erkrankt. Ja. Ja. Und du sagst, das hängt auf jeden Fall mit dieser Beziehung zusammen. Ja, garantiert. Ne? Die Liebe zu dem Mann macht mich krank. Mhm. Wobei man dann, sage ich ja immer, nicht mehr von Liebe sprechen sollte, sondern von Abhängigkeit. Ich wüsste aber nicht, wovon ich da abhängig sein sollte. Überleg doch mal, wie wäre denn dein Leben, wenn er plötzlich weg wäre? Das versetzt dich doch wahrscheinlich in Angst und Schrecken, oder? Oh ja. Siehst du? Oh ja, oh ja. Da haben wir's. Und das wird mich kaputt machen, endgültig kaputt machen. Mhm. Auf der einen Seite stelle ich mir das schön vor, endlich wieder was zu tun, was ich will. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, nee, das kann ich nicht. Ich glaube ja immer, dass Menschen, die in einer großen Abhängigkeit zu jemand anderem stehen und dieses dann auch noch Liebe nennen, dass es denen muss es mal so dreckig gehen, dass sie und bis sie es kapieren, in welchem kranken Verhältnis sie sich befinden. Ja, und dir geht es ja schon sehr, das wollte ich ja sagen, und dir geht es ja nur wirklich schon sehr dreckig. Ja, schon. Mhm. Wenn du diesen Mann siehst, wenn er zu dir kommt, freust du dich dann oder ist es alles Ja. Ich habe Herzklopfen, ich habe Schmetterlinge. Verdammt nochmal, warum hast du denn keine Wut auf den Kerl? Das ist vorbei. Ich hatte die Wut, nach dem Gespräch mit seiner Frau hatte ich die Wut und dann habe ich zu ihm gesagt, bitte komm her, ich möchte mit dir reden. Mhm. Und dann kam er auch, ich habe ihm das gesagt, dass ich mich mit ihr getroffen habe und dann hat er zu mir gesagt, ich habe sein Vertrauen missbraucht. Und dann bin ich so richtig ausgerastet. Mhm. Und ich habe dem alles an den Kopf geknallt, habe dem alles hingeschmissen, habe gesagt, weißt du was, wenn ich dein Vertrauen missbraucht habe, verschwind. Mhm. Wenn er mich angeschaut, sagt, das ist dein Ernst, sage ich, das ist mein Ernst. Dann ist er gegangen und dann ging es mir noch dreckiger. Mhm. Dann habe ich ihn wieder angerufen und gesagt, komm her, wir müssen reden. Und dann kam er und dann habe ihm gesagt, dass es mir leid tut, dass ich mich mit seiner Frau getroffen habe. Ach, das war der Fehler. Ja. Das war der Fehler, dass du auch nochmal angerufen hast. Du hättest es aushalten müssen. Man muss manchmal Sachen aushalten. Und wenn es noch so schmerzt. Ich habe wegen dem Mann schon einen Selbstmordversuch in der Hand. Ach, das ist doch alles schrecklich. Das ist alles schrecklich, Tanja. So, pass auf. Ich weiß. Jetzt Vorschlag meinerseits. Er hat ja gesagt, dass er dich nie wieder belügen will. Ja. Und er sagt, dass er jetzt dass er dabei ist, sich von seiner Frau zu trennen. Ja. So, dann wollen wir dem Kerl mal noch eine Chance geben. Und gucken wir mal, ob das stimmt. Das heißt, in der nächsten Möglichkeit, in den nächsten Tagen, wirst du mit dem zusammen in diese angebliche oder hoffentlich auch wirklich real existierende Wohnung fahren und gucken. Ja. So, dann bist du schon ein Stück weiter. Wenn die wirklich existiert, ist es ja schon ein Signal, dass er es ernst meint. Ja. Wenn die wirklich dann nicht existieren sollte, dann wünsche ich dir nochmal so einen Ausbruch, wie du ihn gehabt hast, von dem du gerade gesprochen hast. Und dass du dann nicht nochmal anrufst. So, das ist ja eine Geschichte. Die andere Geschichte, dass ich dir wirklich dringlichst empfehle, nochmal in eine Therapie zu gehen. Aber verdammt dringlich, Tanja. Ja, aber wie findet man den richtigen Therapeuten? Werden wir dir gleich helfen. Damit ist nicht zu spaßen, wirklich. Das ist eine absolut ernstzunehmende Erkrankung. Wenn du dreimal am Tag kotzt, wir müssen das so schlimm ausdrücken,
Ja. Machst du deine Seele und deinen Körper kaputt damit? Ja. Und das ist kein Kerl der Welt wert. Nee. Aber das ist in dem Moment, wo ich wirklich im Bad bin, wo ich mir wirklich die Seele auf den Leib kotze. Mhm, ist klar. Das ist für mich irgendwie ein Glücksgefühl. Ja, das ist eine Entspannung, weil du völlig, völlig verkrampft bist. In dem Moment bildest du dir ein oder bildet sich der Körper ein, du entspannst dich, wenn du diesen Vorgang vollziehst. Ja. Genau. Meine Psychologin heute Nacht heißt Heide, mit der wirst du jetzt bitte sprechen. Okay. Und sie wird dir helfen, eine entsprechende Anlaufstelle zu finden. Ich finde das ganz wichtig. Okay. In dieser Therapie, wenn es ein guter Therapeut ist, wird es auch um die Beziehung gehen, die du zu diesem Mann führst. Insofern, glaube ich, wärst du dann in allerbesten Händen. Aber du musst etwas unternehmen. Und fahr mit ihm morgen in die Wohnung, oder übermorgen. Ja. Okay? Okay. Du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Jawohl. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Meine Lieben, offene Telefonshow, Talkshow, heute Nacht 0800 220 50, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 51, wenn ihr faxt oder mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Eine junge Frau mit dem schönen Namen Magda, 18 Jahre, hallo. Hallo Domian. Hallo Magda, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist halt, ich bin mit einem Mann zusammen. Seit 2 Jahren und halt er schlägt mich, wenn er Drogen genommen hat oder Alkohol getrunken hat. Wie alt ist der Mann? Der ist 22. Wohnt ihr zusammen auch? Nein. Hm. Also wir haben getrennte Wohnungen. Hm. Er schlägt dich, wenn er Drogen oder Alkohol zu sich genommen hat? Wie oft kommt das vor? Also ziemlich häufig so. Doch, muss ich schon sagen. Sag mal, damit ich mir ein Bild machen kann. Passiert das einmal im Monat oder passiert das einmal in der Woche sogar? Passiert also 1 bis 2 Mal in der Woche, also doch. Also und wie lange? Wochenende halt meistens, wenn er auf Party ist und dann zugedröhnt halt noch vorbeikommt oder so. Gehst du nicht mit ihm auf Partys? Nein. Warum nicht? Ihr seid zusammen. Ja, wir sind zusammen, aber ich weiß, er benimmt sich ziemlich daneben auch so. Und das heißt, er geht am Wochenende meistens alleine aus? Meistens alleine, ab und zu geht man dann auch schon mal zusammen weg, so, aber meistens alleine, ja. Ja. Wie lange läuft das schon so drastisch? Seit circa einem Jahr. Und vorher war er netter, vorher war er liebevoller und... Ja, er war Traumann halt, so wie man ihn so nennt. Ja. Hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du bei deinen Eltern noch? Ich habe meine Wohnung. Eine Wohnung. Mhm. Du sagst, er schlägt dich. Wie schlägt er dich? Was genau macht er? Mit der Hand, mit der Faust. Also vor einem Jahr war ich von ihm schwanger. Mhm. Und als ich ihm das halt gesagt habe, da ist er halt ausgeflippt und hat mir in den Bauch getreten und mit der Faust zugeschlagen. Und ja, ich habe das Kind dann halt hinterher verloren. Durch diese Gewalteinwirkung? Ja. Mhm. Ich war dann auch beim Arzt gewesen und hab dann halt beim Arzt gesagt, ich bin halt die Treppe runtergefallen. Hm. Weil er hat dann gesagt, sagt er, ja, wenn du denen dann sagst, dass ich das war, dann kriegst du noch mehr Theater und... Hm. Und warst du sonst auch schon in einer Ambulanz oder beim Arzt, nachdem er dich geschlagen hat? Bist du verletzt worden, im Gesicht beispielsweise? Ja, im Gesicht schon, Pfeilchen gehabt, Auge zugeschwollen, aber ich war nicht beim Arzt gewesen. Das heißt, im Prinzip hast du permanent Angst, wenn er dann von einer Tour zurückkommt? Ja. Dass wieder was passiert. Es passiert dann einfach so, er ist schlecht gelaunt irgendwie und rastet bei einer Kleinigkeit aus, oder wie? Ja, bei jeder Kleinigkeit halt. Da braucht nur ein Glas falsch im Schrank stehen, sag ich mal. Und das bringt ihn dann sowas von auf die Palme. Ja. Warum bist du bei diesem Mann noch? Ja, erste große Liebe halt so. Immer noch? Nach all dem, was passiert ist? Ja, das heißt nach... Ja... Irgendwie schon, was heißt er für, ja. Es ist ja viel passiert. Du hast mir jetzt wahrscheinlich nur einen kleinen Ausschnitt erzählt von dem, was du seit einem Jahr da mitmachst. Aber dass er dir das Kind quasi aus dem Leib getreten hat, reicht mir schon aus. Oder wenn du sagst, dass es mehrfach im Monat vorkommt. Ja, er sagt dann auch, ja, wenn du mich verlässt, dann kriegst du noch mehr Theater und du wirst nie einen anderen Mann haben als mich. Und er setzt mich halt auch unter Druck. Das heißt, du hast auch Angst vor ihm? Ja. Wenn du ganz frei entscheiden könntest, würdest du gehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du nicht die Sehnsucht nach einem angstfreien Leben?
Vielleicht mit einem Partner, auf den man sich freut, wo es zärtlich zugeht. Ja, klar ist das auch was Schönes, aber da ist die Angst auch wieder vor ihm. Mhm. Was macht er mit meinem neuen Partner, wenn ich denn dann einen habe? Ist er generell sehr gewalttätig oder nur dir gegenüber? Nur mir gegenüber. Nur dir gegenüber? Also ja. Vor anderen Jungs zieht er einen Schwanz ein, oder wie? Da zieht er einen Schwanz ein, ja. Ach so. Mhm. Da tut er dann so, als wäre er der liebste, netteste Freund und ja. Seine Freundin wäre dann für ihn der Himmel auf Erden. Schlaft ihr miteinander auch noch? Nein, ganz selten. Ganz selten. Holt er sich das nicht, wenn er so drauf ist, wie du ihn gerade geschildert hast? Verlangt er das nicht von dir? Das hat er auch schon mal gemacht, ja. Das heißt, er hat dich wirklich zum Sex gezwungen? Ja. Obwohl du es gar nicht wolltest? Mhm. Können wir das, den schwerwiegenden Begriff der Vergewaltigung gebrauchen? Ich denke doch. Ja. Wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Du bist 18 Jahre erst alt. Ja, ich weiß es nicht. Willst du mit so einem Teufel zusammenlanden? Ja, es ist ziemlich scheiße, auch davon wegzukommen. Es ist schwer. Hm. Du hast ja hier angerufen. Das zeigt mir ja auch schon, dass dir schon das Wasser irgendwie bis zum Halse steht und dass du keinen Bock mehr hast. Aber irgendwie nicht weißt, was du tun sollst. Ich weiß nicht, wo ich hin soll halt. Von wem ich Hilfe erwarten kann. Bitte? Ich hab's nicht verstanden. Ich weiß auch nicht so, von wem ich Hilfe erwarten kann, oder das sind nicht viele Leute. Schränkt er dich auch sehr ein, dass er sagt, du darfst dieses und jenes nicht machen, ich verbiete dir den Kontakt zu der Person und jener Person? Ja, er versucht das schon bei meiner besten Freundin halt so. Ich meine, das verstehe ich nicht, die wohnt 300 Kilometer weiter weg und... 300 Kilometer und den Kontakt möchte er nicht mal, dass du ihn hast. Ja, er meint, sie hat einen schlechten Einfluss auf mich. Mhm. Was machst du vom Beruf? Im Moment gar nichts. Du bist viel zu Hause? Ja. Ja. Das heißt, du bist viel zu Hause und du bist auch sehr viel alleine? Ja. Hm. Er hält dich fast wie ein Stück Vieh, ne? Ich sag das mal so drastisch. Wenn man es so nennen möchte, dann ja. Hm. Und da muss was geschehen, Magda. Aber ganz schnell. Ich komm nicht von ihm weg. Das ist schwer alleine. Mhm. Also, du wirst, ich sag das jetzt schon mal, auf jeden Fall gleich mit meiner Psychologin noch reden. Ich weiß nicht, wie groß die Möglichkeit, besteht die Gefahr, dass er diese Sendung sieht oder hört? Ich weiß es nicht. So, deswegen, wenn auch nur die geringste Gefahr besteht, möchte ich dir jetzt keine konkreten Sachen sagen, was du tun sollst, um dich zu schützen. Ich möchte, dass das gleich unter zwei Ohren quasi passiert zwischen meiner Psychologin und dir. Mhm. Ich möchte von meiner Seite aus dir nur sagen, es gibt Möglichkeiten, die werden wir dir gleich sagen. Mhm. Das ist alles dann natürlich schon ungewöhnlich für dein Leben, aber du musst es machen. Und ich sage dir, dass du wirklich alle Kraft aufwenden musst, diese Schritte dann auch zu unternehmen, um von diesem Mann wegzukommen. Mhm. Er macht dir dein Leben völlig kaputt. Ja. Völlig kaputt. Er demütigt dich ja auch unendlich. Mhm. Im Prinzip könntest du ihn anzeigen, du könntest ihn vor Gericht führen. Aber ich weiß, was dann passiert. Dann macht er mir das Leben noch mehr zu Hölle. Ja, also der erste Schritt ist erstmal, dass du wegkommst von denen. Das ist der absolut allererste Schritt. Und dass du dich auch nicht zu sehr bluffen lässt von ihm. Mhm. Der hat dich ja sehr gut im Visier und er weiß wahrscheinlich, der braucht nur das und das zu sagen, hast du schon Angst, weil du viel Angst vor dem hast. So, das allererste ist von ihm weg. Und was dann alles weiter geschehen soll, muss man dann auch beraten und sehen. Mhm. Hast du noch Eltern? Ja, mein Vater, der ist gestorben. Zu meiner Mutter habe ich nicht so den Kontakt. Achso, da ist also kein naher Mensch, der das irgendwie so ein bisschen mitkriegt, was in welchem Elend du da lebst im Moment. Nein, im Prinzip weiß es niemand. Kein Mensch auf der Welt, sei es Frau oder Mann, darf sich das gefallen lassen, und darf so leben, wie du lebst im Moment. Mhm. Das ist das Schlimmste, was jemand anderem einem Menschen antun kann. Mit das Schlimmste. Sagt er denn irgendwann noch mal zu dir, dass er dich liebt? Nein. Mhm. Er sagt nur, ich mag dich. Mhm. Hat er auch andere Weiber? Weiß ich nicht. Mhm. Ich denke mal, ja. Ja.
Also es ist alles kaputt. Ne? Ja. Alles eigentlich kaputt. Ja. Es gibt eine schöne Erinnerung vielleicht an die erste Zeit, aber das ist ferne Vergangenheit. Das stimmt wohl. Und man muss sich immer das Jetzt vor Augen führen und nicht das, was irgendwann vor langer Zeit mal war. Jetzt benimmt er sich wie ein Schwein dir gegenüber. So, und jetzt hören wir hier auf. Du legst auf und die Heide ruft dich, wenn sie ihr Gespräch, was sie gerade führt, fertig hat, in einigen Minuten an und dann wird weiter beraten. Okay? Alles klar. Okay, danke schön. Alles Gute, Magda. Ja, danke. Tschüss. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, über welches Thema, 0800, eine kostenfreie Telefonnummer, 0800 220 50 50. Jetzt machen wir einen Alterssprung nach unten. Und ich freue mich, dass die Hanna hier ist. Und Hanna ist 14 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Hanna. Noch nicht müde? Ja, ich bin öfters mal so nachtaktiv und kann nicht gut schlafen. Ja. Deswegen habe ich auch öfter mal deine Sendung gehört oder geguckt. Wann musst du raus morgen? Ich habe die erste Stunde fällt aus morgen, also es geht dann noch. Dann geht's. Ja. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar ist es so, ich habe seit über einem Jahr im Dunkeln kriege ich Panikattacken, so Angstzustände. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber es steigt dann auf einmal die Panik in mir hoch, wenn irgendwie das Licht ausgeht oder ich in einen dunklen Raum komme oder so. Ja, auch wenn du dann bei dir zu Hause in deinem Zimmer das Licht ausmachst und schlafen willst, dann auch? Ja, das ist ja das. Also ich schlafe eigentlich immer mit Licht an. Ach so. Mhm. Ja. Vor was hast du Angst? Kann man das sagen? Ja, das ist eben das Problem, weil wenn ich das wüsste, dann wäre es vielleicht auch was einfacher. Irrational. Irgendwie Angst einfach vor dem Nichts, vor dem Dunkeln. Ja, also es scheint mir schon irgendwie, dass ich denke, dass da irgendwas ist. Also vielleicht, weil ich dann nicht erkennen kann, was da wirklich ist. Ich weiß es nicht genau. Seit einem Jahr? Ja, ich kann das nicht genau sagen. Etwas länger schon, denke ich. Vorher so als Kind warst du die Mutige und bist dann tapfer durch den dunklen Keller gegangen, oder wie? War es früher anders? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal so war, aber es war zumindest nicht so schlimm wie, wie in letzter Zeit so. Hast du den Eindruck, dass das jetzt im Laufe dieses Jahres immer schlimmer geworden ist? Ja, das kann sein. Ja. Ich kann das wirklich nicht genau sagen, wann das jetzt so schlimmer geworden ist. Ich denke mal, es hat sich so mit der Zeit entwickelt, weil es war auf jeden Fall nicht auf einmal dann da. Ja. Und ich hatte auch keine Erklärung dafür. Also es ist mir nichts Schlimmes passiert, woran das liegen könnte. Das heißt, die ganze Nacht läuft, sondern brennt irgendwie ein kleines Lämpchen bei dir im Zimmer? Ja, und meistens auch noch Radio an. Radio auch nur an? Weil, ja, das ist es auch. Ich kann dann die Stille auch nicht ertragen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Was sagen denn Eltern dazu? Sie wissen es auch nicht genau. Also meine Mutter meinte irgendwie, vielleicht könnte es daran liegen, mir ist mal im Urlaub sowas passiert, also es war aber nichts Schlimmes. Also ich war mit meiner Schwester zusammen, wir hatten so ein kleines Häuschen, meine Eltern hatten zusammen ein Häuschen und dann, das war aber direkt daneben. Und meine Schwester war dann weg mit Freunden, die da kennengelernt hat im Urlaub und dann irgendwie so um 11 Uhr oder so kam dann auf einmal durch die Balkontür, die war zu, aber die war nicht abgeschlossen, kam dann so ein betrunkener Jugendlicher rein und keine Ahnung, der hatte sich irgendwie vertan im Bungalow, aber da ist auch nichts Schlimmes passiert. Ich habe dann meine Mutter geholt und die hat den dann rausgetrieben. Und ja, der hat das dann auch irgendwann verstanden, dass der jetzt im Falschen... Das war nur so ein Angstmoment. Aber eigentlich auch gar nicht. Ich habe da eigentlich ziemlich kühl reagiert. So, ich war zwar ein bisschen geschockt schon, aber ich habe eigentlich dann nicht angefangen zu schreien oder so. Also, ich glaube ja, dass in einem gewissen Maße, du bist ja erst 14 Jahre alt, obwohl du übrigens eine viel ältere Stimme hast. Ja, das weiß ich. Ne? Ging es auch gut als 17, 18, 19-Jährige durch? Ach, was sage ich, als 20-Jährige ging es da auch durch? Ja, das wurde schon von Mitarbeitern gesagt eben. Bist du äußerlich auch schon sehr, könnte man dich auch älter einstufen? Ja, vielleicht schon so 16, sagen manche. Ja. Also ich werde auch bald 15. Ja, ist auch wurscht. Bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist das irgendwie vielleicht auch normal. Also wenn ich mich so zurückerinnere an die Zeit, dass ich auch oftmals so Phasen hatte, wo ich irre Angst vom Dunkeln hatte. Und auch, wenn ich jetzt genau scharf gerade nachdenke, auch mal eine Zeit lang so mit kleinen Lämpchen am Bett geschlafen habe. Das ging dann irgendwann weg. Ich habe mich da auch nicht dann so reingesteigert. Oder es ist so gekommen, dass ich mich nicht reingesteigert habe und es war dann auch gut.
vielleicht, ich meine, wiederum ist es bei dir schon ein Jahr, ne? Ja, also, ich denke, das ist schon ein bisschen länger. Also, meine Eltern sind geschieden, ich wohne seit über einem Jahr bei meinem Vater und da war das auf jeden Fall schon, ich wohne seit August 2002 bei meinem Vater und ich weiß, dass es auf jeden Fall schon war, als ich hier eingezogen bin. Ja, hat das mit der Scheidung vielleicht was zu tun? Nein, das war, als ich drei war, Ach so. Also, ich glaube, wenn es ein zu großes Problem für dich wird, wenn du das Gefühl hast, irgendwie belastet mich das schon sehr und ich will auch nicht die ganze Nacht mit Radio anschlafen, außerdem ist das kein doller Schlaf, wenn irgendwie irgendwas im Hintergrund noch läuft, dann würde ich mal, hast du einen ordentlichen Hausarzt, einen Arzt, den du magst? Nein, nicht so. Hast du nicht? Da wäre eigentlich eine Beratung ganz gut. Das kann man nicht so in ein paar Minuten im Fernsehen machen. Ja, das weiß ich auch. Also wir waren auch schon mal sogar beim Psychologen. Mhm. Aber da ist auch irgendwie, der konnte mir auch nicht richtig helfen. Ich weiß es nicht. Dann müsste man nochmal einen neuen Anlauf machen, vielleicht bei einem anderen Psychologen. Mhm. Aber irgendwo müsste man da von außen eine Hilfe suchen. Das hat ja seinen Grund. Irgendwo liegt es ja dran. Und vielleicht sind ja auch ein paar Beratungsstunden, würden ja vielleicht auch ausreichen, um das dann rauszukriegen. Ich würde vorschlagen, dass wir dich gleich auch nochmal anrufen, um vielleicht dir da noch ein bisschen konkreter zu helfen. Mhm. Sollen wir so machen? Ja, von mir aus. Kann ja nicht schaden, ja, Hanna. Ich weiß nicht, ich kann sein, dass ich gleich einschlafe. Deswegen. Naja, es wird in ein paar Minuten sein. Wie bitte? Es wird in ein paar Minuten sein. Ja, okay. Okay? Gut. Dann hoffe ich, dass das Problem irgendwie bald gelöst wird und du nicht so viel Angst haben musst nachts. Ansonsten säusel ich dir ja mit durchs Radio auch noch ein bisschen was ins Ohr, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Tschüss, Hanna. Tschüss. Der Winfried, 36 Jahre alt. Hallo und guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Winfried. Also erstmal finde ich ganz toll, dass ich durchgekommen bin. Das ist schon... Finde ich auch toll. Mensch, schon an einem Wunder. Ne? ich habe ein ganz komisches Problem. Na? Und zwar habe ich an für sich einen sehr, sehr schönen Beruf. Nämlich? Und ja, ich bin Zugführer bei der Deutschen Bahn. Glückwunsch. Ja, danke schön. So richtig, richtiger Lokführer. Ein Zugführer, Chef des Zuges. Ach so. Das, was die Medien auch verwechseln. Zugführer ist der Chef des Zuges im Zug und der Lokführer ist der, was die Hebel bedient. Ich verstehe, du bist für den gesamten Serviceablauf innerhalb des langen Zuges zuständig. Genau, das ist wie gesagt auch das Riesenproblem der Medien, wenn die immer sagen, die Zugführer rasen ineinander, dann lächeln wir immer nur. Die meinen die Lokführer. Oder sagen, die sind ja eigentlich die Lokführer. Ne? Also wenn ich im Intercity sitze und... dann hörst du so eine freundliche Stimme, guten Tag meine Damen und Herren und das, so weiter und das so bist weiter du. Und so weiter. Das bist du, der Intercity, goldener Pfeil, fährt jetzt ein oder so etwas. Ja gut, also im Zug, ne? Im Zug. Im Zug, nicht draußen auf dem Bahnsteig. Ja. Ne? Na gut, okay. Halt, wo ich dich gerade dran habe. Ja. Die Chance habe ich so schnell nicht wieder. Ich muss was kritisieren. Bitte. Ja, und zwar bei der Ansage finde ich das immer so albern, dass die Bahn so auf Flugzeug macht. Die formulieren das immer so, als wäre man im Anflug auf den nächsten Bahnhof. Wie formuliert ihr das? Sag's nochmal schnell. Ja, das ist richtig. Das ist das, was ich habe mir da schon einen Spaß draus gemacht, ne, und habe das wirklich so formuliert. Ja. Weil es heißt ja in der Textvorgabe, wir befinden uns in der Anfahrt auf Stuttgart. Genau, in der Anfahrt. Es hört sich so albern an. Es hört sich völlig albern an, ja. Also es ist auch, nein, es kommt einfach von unserem Konzern, dass diese Bahn angeglichen wird an die Lufthansa, an den Flugverkehr. Wie albern. Ja, aber was Herr Medorn sich da immer so ausbrütet, ne? Wenn er Langeweile hat, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ne? Okay, aber da wollen wir gar nicht reden. Du hast ja zu einem konkreten Thema angerufen. Also, da könnten wir noch stundenlang. Das glaube ich auch, ja. Also, nein, und das Problem von mir ist jetzt, und das geht wirklich tiefgreifend, ich habe eigentlich einen wunderschönen Job, gehe unwahrscheinlich gern mit den Leuten um und kann es eigentlich auch ganz gut, und mache mir eigentlich so seit einem Jahr meinen schönen Job eigentlich selber wieder kaputt. Warum? Ja, indem ich Sachen mache, die absolut kurios sind. Sprich, du machst falsche Ansagen, oder was? Nein. Das sind. Wir befinden uns in der Anfahrt auf New York oder sowas. Nein. Ach Gott, das wäre ja noch ganz lustig. Ja, das wäre lustig. Nein, es geht wirklich Sachen, die schon ins Kriminelle reingehen. Oh. Und zwar, Beispiele. Mache ich da ein bisschen Diebstahl. Bist du das Wahnsinn? Und das erzählst du mir hier in aller Öffentlichkeit? Bist du? Tun. Ja, Moment, jetzt mal ganz im Ernst. Du bist Zugführer. Ich bin Zugführer. Das ist schon ein gehobener Job innerhalb der Bahn. Das ist richtig. Arbeit, Bahnwelt. So.
Und du erzählst, dass das ein schöner Beruf ist für dich? Ja, auf jeden Fall. Und dass du jetzt kuriose Dinge tust, unter anderem auch Kriminelle. Du klaust Sachen? Also ich hab eine Bewährungsstrafe offen, 9 Monate auf Bewährung. Und habe jetzt einen Scheckkartenmissbrauch begangen und habe jetzt unwahrscheinlich Angst wegen meiner Bewährungsstrafe. Ne? Man kann, wenn man eine Bewährungsstrafe hat, weiter bei der Bahn diesen Job ausüben? Ja, ich meine, das Ding ist ja abgehandelt worden als eben als Bewährungsstrafe, also dass praktisch nichts passiert ist, eben auf Bewährung. Mhm. Und jetzt habe ich eben das Problem, dass wenn es jetzt das Verfahren läuft und ich jetzt die Bewährung eben widerrufen wird, dann habe ich zwei Probleme. Moment, die Bewährung könnte widerrufen werden, weil du schon wieder irgendwas angestellt hast. So ist es. Was hast du angestellt? Ja, ich habe einen Scheckkartenmissbrauch begangen. Mit einem Kunden, von einem Scheckkarte von einem Kunden? Richtig. Du bist wahnsinnig. Ja. Also dir ist ja völlig klar, was nach diesem Gespräch ist mit dir passiert. Ja, klar. Du bist in aller Öffentlichkeit hier. Das weiß ich. Wieso rufst du an und erzählst es mir hier? Warum redest du nicht mit deinem Anwalt erstmal oder weiß ich? Na, warum soll ich mit meinem Anwalt reden? Ja, weil es um deine gesamte Existenz geht. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist ja das Problem. Ich bin auch schon in psychologischer Behandlung deswegen. Mhm. Und ja gut, wir haben uns jetzt 2-mal miteinander unterhalten. Und ich weiß einfach nicht weiter, weil ich bin so verzweifelt, dass ich einfach nicht weiterkomme. Also dieser erneute Scheckkartenbetrug. Ja. Ist der aufgeflogen? Der ist aufgeflogen. Der ist aufgeflogen. Das heißt, die Polizei weiß Bescheid? Die weiß Bescheid, aber dann weiß dein Arbeitgeber doch auch schon Bescheid, oder nicht? Der weiß auch Bescheid, ja. Und wie hat die Bahn darauf reagiert? Im Moment noch nicht. Mhm. Die Bahn wartet ab, was der Prozess ergibt. Aber dann wird doch völlig klar sein, dass die Bahn dich aus diesem Job rausnimmt. Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Warum hast du das nochmal gemacht, wenn du den Beruf gerne hast? Und wenn... Ja, wenn ich das wüsste, dann ja. Um wie viel Geld ging es denn da? Ungefähr 3.000 Euro. Oh, Gottes Willen, wegen 3.000 Euro? Ja. Riskierst du alles? Ja. Ich bin ganz sprachlos, du merkst es. Mhm. Ich auch, ne? Ja. Also, du warst die längste Zeit Zugführer. Wahrscheinlich, ja. Wie viele Jahre hast du schon gemacht? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Hast du dir vorher auch irgendetwas zu Schulden kommen lassen? Nein. Was ist los mit dir? Was ist denn in der letzten Zeit passiert, dass du auf die mehr oder weniger... Hast du Schulden oder ist irgendwas in deinem Privatleben passiert? Nein, das ist es ja gerade. Das ist ja das Kuriose. Was hat dich denn angetrieben, diesen Scheckbetrug, diese 3.000 Mark da dem Kunden abzuziehen? Wenn ich das wüsste. Genau das ist ja mein Problem. Ne? Aber da muss man doch nachdenken, als erwachsener Mann, Mensch. Ach, sicher. Irgendwo musst du doch auf eine Idee kommen, warum, das macht man doch nicht, du bist doch kein Roboter, der das irgendwie einfach nur so macht. Nee, eben nicht, ne? Ja, gute Frage, ne? Du hast dich auch mit einem Psychologen schon unterhalten. Und was ist da rausgekommen bei den Gesprächen? Ja, wir sind dran im Moment, das zu analysieren eben, warum ich das tue, ne? Mhm. Weil das ist nämlich ein Riesenproblem, weil ich eigentlich einen Beruf habe, wie gesagt, der mir Spaß macht und wo ich auch was habe. Ich habe das gerade mit diesem ganzen Bewährungskram nicht richtig verstanden. Was hast du denn vorher gemacht? Ich bin verurteilt worden, wie gesagt, wegen diesem Missbrauch von Rangabzeichen. Ja, das hast du noch nicht gesagt hier. Das hast du meinen Kollegen wahrscheinlich gesagt. Ja. Wegen Missbrauch von Rangabzeichen. Ja. Auch bei der Bahn. Nicht bei der Bahn, sondern in der Öffentlichkeit. Und um welche Rangabzeichen ging es da? Der Polizei. Wie, dann bist du mit Polizeirangabzeichen rumgelaufen? Richtig. Wie, mit so einer Uniform? Ja. Die hast du dir besorgt? Über eBay. eBay. Ja. Hast die Uniform angezogen und bist durch die Stadt gewandert? Ja, richtig. Und dann wie ist das aufgeflogen? Ja, da kam die richtige Polizei und hat gesagt, ja, was tun die hier, ne? Sie sind gar keine Polizei, haben die gesagt. So ist es, ja. Das war der erste Warnschuss. Das, ja. Und dann kam die Geschichte mit dem Scheckbetrug. Richtig, ja. Mhm. Also, dass über das erste die Bahn noch hinwegsehen kann, kann ich auch verstehen, dass man sagt, na okay, komm, ist eine verrückte, bescheuerte Sache. Ja. Ja. Kriegt er noch eine Chance, aber im zweiten Mal ist der Ofen aus. Mhm. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ich weiß es nicht. Ich habe eine fürchterliche Angst. Also ich meine, ich habe wahnsinnige Angst, dass ich hinter Gitter komme. Ne? Hast du Familie? Nein, ich bin ledig. Mhm. Mhm. Ja, also es stellen sich ja so viele Fragen. Einmal, wie deine Zukunft eben aussehen wird, aber
Ich finde, die allerwichtigste Grundfrage ist, was ist mit dir los? Ja, eben. Was ist mit dir los? Das ist ja doch zurückzuführen auf eine sehr, sehr tiefgreifende Persönlichkeitsstörung irgendwie. Mhm. Du brauchst das Geld, du hättest diese 3000 Euro nicht gebraucht. Nein. Mhm. Nein. Wie hast du das genau gemacht? Das war ein Kunde, der in der Bahn saß? Nein, ich habe einen Geldbeutel gefunden. Ja. Und da waren eben Kreditkarten und Scheckkarten und was weiß ich was drin. Ja. Ja, und dann hat mich der Wahnsinn getrieben und ich bin mit diesen Kreditkarten dann einkaufen gegangen, ne? Ach so. Mhm. Das ist also hier mit Fälschung, also Urkundenfälschung, also Fälschung der Unterschrift und so weiter und so weiter, ne? Mhm. Was hast du hier gekauft? Klamotten habe ich mir gekauft. Einfach so, irgendwas, was du einfach eigentlich so brauchtest, aber auch nicht brauchtest. So ist es, ja. 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 Winfried. Was soll ich dir jetzt sagen? Eigentlich müsste ich sagen, du hast wirklich einen Schuss, aber damit ist dir ja noch nicht geholfen. Das weißt du ja selbst. Ja. Das ärgert dich ja wahrscheinlich selbst enorm, was du da gemacht hast. Na, ich habe schlaflose Nächte deswegen. Mhm. Ne? Mhm. Also ich kann dir jetzt nur wünschen, dass du durch diese psychologische, den Kontakt, den du da hast, dass da herausbekommen wird, was in dir los ist. Mhm. Klar. Und dass die Konsequenzen für dich nicht allzu hart sind. Denn du scheinst ja nur kein bösartiger und krimineller Mensch zu sein. Ein für sich nicht, ne? Mhm. Mhm. Sollen wir mal in Kontakt bleiben? Ich würde gerne mit dir in einer gewissen Zeit nochmal sprechen. Gerne, ja. Wir haben hier deine Telefonnummer und mein Redakteur wird dich gleich nochmal anrufen, um nochmal das zu besprechen, wie wir dich am besten erreichen. Ja. Ich glaube, das würde auch die Zuschauer interessieren, was aus dem Fall wird. Auf jeden Fall, ja. Ja, machen wir es so. Ja. Das heißt, wir werden in 3-4 Wochen nochmal miteinander sprechen. Gerne. Okay? Okay. Bis dahin, Winfried. Vielen Dank, Dom. Tschüss. Tschüss. Sandra, 22. Hallo? Hallo Sandra, ich grüße dich. Ich grüße dich, Domian. Ja. Um was geht's? Mein Thema ist Familie. Mhm. Und zwar habe ich eine sehr, sehr schreckliche Kindheit hinter mir. Und zum heutigen Stand kann ich jetzt mal so sagen, meine Mutter ist weiterhin eine Schlampe. Meine Schwester ist 29 Jahre alt, hat ein Kind, ist verheiratet, drogensüchtig. Mein Vater lebt in der Gartenlaube, ist auch drogensüchtig, aber auf Tabletten, auf Pillen. Ja, und ich mir geht's ziemlich schrecklich deswegen. Ja. Wieso sagst du, meine Mutter ist eine Schlampe? Meine Mutter ist eine Schlampe, weil, also so definiere ich Schlampe, der Haushalt wird nicht gemacht. Dreckige und saubere Wäsche liegt auf dem Boden zusammen. Es wird nicht geputzt, die Fenster, das Klo sieht aus wie weiß ich nicht. Und sie bringt also fast täglich einen Mann mit nach Hause, hatte damals jeden Tag einen Mann mit nach Hause gebracht. Und ja, war schon 5-mal verheiratet, hat wir sind vier Mädchen, 4 verschiedene Kinder von 2 oder 3 Vätern. Also es war schon sehr schlimm. Mhm. Wir haben, wir mussten nicht in die Schule, wenn wir nicht wollten. Wir haben verschimmeltes Brot gekriegt und der Schimmel wurde abgekratzt. Bei uns gab es Nudeln mit Eier zu essen. Mhm. Ja, und das Schlimmste war, wir mussten, als wir Kinder waren, zugucken, wie meine Mutter mit mehreren schläft. Wir mussten vorm Bett sitzen. Und der einzige Spruch, den sie dabei gebracht hat, war, ja, Kinder, passt gut auf, denn da lernt ihr was für euer späteres Leben. Das ist unglaublich. Ja. Aber die Männer haben euch wenigstens nicht angefasst. Nee. Das also soweit ich weiß nicht. Also ich habe da auch keine Erinnerung dran oder so. Aber das muss man sich ja vorstellen. Ihr wart 4 Mädchen, sagst du? Ja, ich bin die Älteste. Also 4 Kinder sitzen um das Bett der Mutter herum, während die Mutter Sex mit irgendeinem fremden Kerl hat. Ja. Das ist ja unglaublich. Kam das oft vor? Ja, es kam öfters vor, auf jeden Fall. Wie alt warst du da ungefähr? Also 7, 6, 7, 8 Jahre alt. Wie empfindet man das als Kind? Du wirst dich daran erinnern können, wenn man die Mama da in sexueller Aktion sieht. Ja, die Kleinste schreit, die anderen halten sich die Augen zu. Ja, und ich sitze da fassungslos und weiß nicht, was mit meiner Mutter da ist, warum die schreit und sowas alles. Hast du geweint? Nee, ich konnte nicht weinen. Ich habe das Weinen verlernt. Versteht man das denn überhaupt als 6-jähriges Kind, was dann da so vorgeht? Nein. Nein. Man versteht ja in dem Sinn dann die Sexualität auch nicht und... Nee, aber das haben wir irgendwie, also
Weiß ich nicht, das haben die irgendwie alle verdrängt. Was bis ist auf denn? Meine Schwester. Ja. Bis auf deine Schwester? Nee, meine Schwester, die hat das irgendwie, weiß ich nicht, die ist geworden wie meine Mutter. Ach so. Mhm. Die ist genauso geworden. Und hast du irgendeine Vorstellung oder ist deine Mutter einfach nur eine gestörte Frau? Hast du eine Vorstellung, was das sollte? Warum sie das gemacht hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, denn sie spielt ein falsches Spiel. Denn vor anderen ist sie immer die Super-Mami gewesen. So, also es wurde auch schon das Jugendamt von Nachbarn eingeschalten. Und immer wenn das Jugendamt da war, weil die haben Termine vereinbart. Mhm. Und wenn die Termine vereinbart haben, war die Wohnung picobello sauber. Wir waren gut gekleidet. Es gab nie einen Grund, warum die uns hätten wegnehmen sollen. Du hast dein ganzes Leben bei dieser Mutter verbracht. Deine ganze Kindheit. Nein. Ich bin mit 10 Jahren zu meinem leiblichen Vater und meiner Stiefmutter gekommen. Und meine Stiefmutter, Hut ab, die hat mich super erzogen in den 10 Jahren. Natürlich habe ich viel falsch gemacht und ich habe viele Fehler begangen. Ja. Ich habe sie beklaut, ich habe gelogen, wie das Zeug hält. Also ich habe viel verkehrt gemacht. Aber ich muss sagen, sie hat mir viel beigebracht. Das heißt, ich bin ein guter Mensch geworden, auf jeden Fall. Das heißt dann, sag ich zumindest. Das heißt dann so, die letzten 10 Jahre deines Lebens sind besser verlaufen als die ersten 10 Jahre. Ja, auf jeden Fall. Hast du heute Kontakt noch zu deiner Mutter, zu der leiblichen Mutter? Nein. Überhaupt nicht mehr? Nein, ich hasse sie. Ich muss dazu sagen, ich hasse sie. Ich hasse sie wie die Pest. Mhm. Ich habe früher so ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester gehabt. Mhm. Wir waren ein Herz und eine Seele. Und sie hat das kaputt gemacht. Sie hat mich immer geschlagen. Sie hat mich halb tot geprügelt. Mein Stiefvater damals, sie war auch noch mal verheiratet, das habe ich noch mitgekriegt. Der hat mir auf dem Popo gehauen mit irgendeinem Gegenstand. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und ich konnte nicht mehr sitzen. Der hat mich so blau geschlagen. Ja. Der hat mich so dermaßen blau geschlagen. Das war Fassung. Ich konnte einfach nicht mehr. Du warst 10 Jahre, als du dann da rauskamst aus dieser Familie. Und du sagtest gerade, dass du die Älteste bist. Das heißt, die anderen 3 Kleinen waren dann noch da oder hat man die auch rausgeholt? Nein, sie waren nicht mehr da. Also sie waren nicht bei mir, aber sie waren bei meiner Mutter. Meine Mutter hat sie weiterhin großgezogen. Das meine ich. Also die anderen Kinder sind bei der leiblichen Mutter geblieben. Ja, ich weiß nicht wovon. Also meine Schwestern heißen Nicole, Tanja und Susanne. Nicole ist meine leibliche Schwester. Lass mich nur fragen, Sandra. Wie kam das, dass du mit 10 Jahren da wegkamst? Mein Vater kam unverhofft kam also zu meiner Mutter und hat gesagt, ich möchte gerne meine Kinder sehen. Mhm. Und wir saßen alle 4 auf der Treppe. Wir haben immer irgendwie, wir haben gedacht, oh, jetzt kommt schon wieder der Nächste. Mhm. Und deswegen saßen wir auf der Treppe. Und wir haben das Gespräch, Nicole und ich haben das Gespräch mitgekriegt. Ja. Ja, und dann hat meine Mutter gesagt, Nicole, Sandra, kommt mal runter, euer Vater ist da. Und in diesem Augenblick, da habe ich mich so gut gefühlt. Mhm. Endlich ist mein Papa da. Wie kam es denn dann, dass nur du mit deinem Vater dann mitgegangen bist und die anderen da bleiben konnten oder mussten? Ich hatte mich entschieden. Ich habe gesagt, ich will hier nicht bleiben. Die Nicole, die ist da geblieben, ist bei meiner Mutter geblieben, sie wollte nicht weg. Und die war auch viel jünger. Ja, sie war 1,5 Jahre jünger wie ich. Aber da kam auch viel, viel Druck von meiner Mutter zutage, weil die Nicole war immer für sie ein Heiligtum. Ja, ja. Sie war die Tollste, die Beste und die super... Sandra, wusste denn dein Vater auch von diesen Zuständen, beispielsweise das, was du gerade erzählt hast, dass ihr beim Sex zugucken musstet? Hast du das erzählt bei deinem Vater? Nein. Er wusste also nichts davon. Das hat also nicht niemand... direkt zumindest. Er hat was vermutet, aber ich habe nie was darüber gesprochen. Ja. Ich habe erst darüber gesprochen mit meiner Stiefmutter, so im Geheimen eher. Ah, ja. Und dann ist meine Stiefmutter weiß von allem, was da passiert ist. Aber dann ist, worauf ich hinaus will, ist, auch später wurde dann nichts vom Jugendamt unternommen, dass man der Frau die Kinder ganz wegnimmt. Das nicht. Nein, es wurde nichts unternommen. Aber jetzt sind alle weg, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe leider keinen Kontakt mehr. Also Nicole, weiß ich, ist ausgezogen. Ja. Die ist auch verheiratet, hat ein Kind. Und was mit Susanne und Tanja ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber mit deinem Vater hast du Kontakt und der Stiefvater? Nein, auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Der nimmt Drogen, lebt in der Gartenlaube. Hast du gerade gesagt, ja. Ja, und meint, er
Er ist mir weit voraus. Er ist mir so weit voraus. Ich bin ja auch das allerletzte. Seine Nicole, die ist viel besser wie ich. Also hast du im Prinzip zweimal so deine Familie verloren? Das erste ich habe alle meine Familie verloren. Auch meine Oma, mein Opa. Mhm. Ich habe alle verloren. Wie lebst du jetzt? Lebst du alleine oder hast du einen Freund? Ich lebe alleine in meiner eigenen Wohnung, ja. Aber meine Mutter wohnt, also meine Stiefmutter wohnt in derselben Straße wie ich. Also, aber mit der sprichst du noch? Ja, ich habe ständig, das ist meine beste Freundin, kann man auch sagen. Wir haben schon nicht mehr so Mutter-Kind-Verhältnis, natürlich ist das da. Was machst du vom Beruf? Sie arbeitet im Amt. Und du? Also, ich arbeite im Moment gar nicht, ich arbeite, habe gearbeitet, habe aber nie lange ausgehalten, ich konnte es nie. Ja, du konntest es wahrscheinlich deshalb nicht, weil deine Seele so verletzt ist und so verwundet von all dem, was früher passiert ist, dass du vielleicht gar nicht die Kraft dazu hast, irgendwas lange durchzuhalten. Nee, lange nicht. Also das Längste, also da habe ich mich schon durch Regina sehr weit verbessert. Ich habe ein einziges Mal geschafft, eine Arbeit über 6 Monate durchzuhalten. Das war aber auch ein ganz großer Erfolg und das war eine ganz große Schwierigkeit für mich, weil ich habe gedacht, ich muss aus dem Trotz raus, ich muss endlich mal was unternehmen. Weißt du, Sandra, wenn ich dich so sprechen höre, dann höre ich da eine, du sagst, dass du 22 Jahre alt bist, eine junge Frau, der das Leid wirklich immer noch im Halse steckt. Ja, so dass man das hören kann. Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe so richtig, so ganz richtig, habe ich noch nie jemanden damit drüber gesprochen. Mhm. Weil ich bin eigentlich ein ziemlich schüchterner Mensch, was mit meinen Sorgen und Problemen angeht. Mhm. Ich höre lieber zu, ich rede mit. Und du bist voller Hass auf die leibliche Mutter. Ja, auf jeden Fall. Hast du Hilfe schon mal beansprucht von außen? Ja, aber wegen anderen Sachen. Aber nicht wegen jetzt mit meiner Mutter und solche Sachen, wegen anderer Sachen. Ich habe auch mal ziemlich hart viel Alkohol getrunken und ziemlich viele Drogen, ziemlich viel. Da ist ein ganz, ganz großer Problemkreis um dich herum, ne? Ein ganz großes Ding. Ich habe auch keine Familie außer meiner Stiefmutter, absolut keinen. Ich habe niemanden. Ich habe keine Freunde, ich habe keinen Freund, ich habe keine Familie, ich habe nur Sandra, Regina, weißt, also meine Mutter. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Das ist so viel, was dich bedrückt und so kompliziert und so komplex. Wir brechen das Gespräch hier in der Öffentlichkeit ab. Mhm. Und wir werden versuchen, in dem kleinen Maße, was uns zur Verfügung steht, dir ein bisschen zu helfen. Ja. Und deshalb werden wir dich gleich wieder anrufen und haben dann auch richtig Zeit, in Ruhe uns mit dir zu beschäftigen. Mhm. Machen wir das so? Ja. Das heißt, du legst jetzt auf. Es kann noch ein paar Minuten dauern, aber dann werden wir dich anrufen. Und, ich bin sowieso wach. Gut, und dann wollen wir hoffen, dass wir vielleicht so ein klein bisschen helfen können. Aber ich ahne schon, dass das ein ganz großes Ding ist, was da hinter dir steht. Ja, auf jeden Fall. Also du legst auf und wir rufen zurück. Alles klar, danke schön. Alles Liebe von Herzen. Mhm. Tschüss. Danke, tschüss. Der Hans ist hier. Der Hans ist 62 Jahre alt. Guten Morgen. Ach, Hans hat aufgelegt. Dem Hans hat es vielleicht zu lange gedauert, das Warten. Timo. Ja, hallo Domian. 24, stimmt das? Richtig, das stimmt. Du hast ich bin mich jetzt auch sehr überrascht irgendwie, dass du mich jetzt so spontan dran nimmst. Ja, ne? Ja, das geht sehr schnell bei euch. So geht das hier. Schlag auf Schlag. Ernste Themen, weniger ernste Themen. Und was geht's denn bei dir? Bei mir ist es eher ein ernstes Thema. Mhm. Und zwar, meine Ex-Freundin möchte sich umbringen. Sie möchte sich umbringen. Und sie wird sich wahrscheinlich auch umbringen. Die wird sich wahrscheinlich auch umbringen. Ja. Was ist da los? Sie erzählt mir schon seit mehreren Wochen oder Monaten, dass sie sich umbringen möchte. Sag mir mal vorab, wie lange ihr ein Paar wart. Sehr, sehr kurz. Wir kennen uns schon jetzt seit 1,5 Jahren. Ja. Sie ist die Ex-Freundin vom Freund von mir, vom Kollegen von mir. Egal, also ihr kennt euch. Wie lange wart ihr ein Paar? 2 Wochen. Also. 2 Wochen? Ja, also offiziell. Und wie lange seid ihr jetzt getrennt schon? Wieder? Also ich finde, man kann nicht wirklich von Trennung reden. Wir haben Hallo, Timo, jetzt ist die Leitung sehr schlecht. Du rufst über Handy an, ne? Ja, richtig. Geh mal irgendwie an ein Fenster. Das könnte dann sich ein bisschen verbessern. Ist das so schon besser? Jetzt im Moment ist es gut, ja. Okay. Also 2 Wochen zusammen und richtig getrennt kann man gar nicht sagen. Kann man eigentlich nicht direkt sagen. Also wir haben immer noch regelmäßig Kontakt. Wir treffen uns 2 bis 5 Mal die Woche, also immer verschieden. Mhm. Schlafen auch noch miteinander. Ach, das auch noch.
Das auch noch. Also es ist quasi noch wie eine Beziehung, nur wir sagen beide, wir sind halt nicht mehr zusammen. Warum sagt ihr das? Warum wollt ihr nicht mehr zusammen sein? Also sie möchte nicht mehr mit mir zusammen sein. Warum? Und sie hat Probleme mit meinem Lebenswandel und so. Ich trinke sehr viel, das stört sie sehr. Mhm. Das habe ich auch eingeschränkt gehabt in der Beziehung, nach der Beziehung, um ihr zu beweisen, dass ich sie liebe. Habe es dann jetzt leider nicht so ganz mehr hingekriegt. Ich trinke jetzt wieder, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe es unter Kontrolle eigentlich. Mhm. In der Beziehung ist gut, wenn ihr 2 Wochen nur richtig zusammen wart. Aber jetzt sind ja noch mehr Wochen vergangen. Sag mir mal so eine Zahl, ich will das mal verstehen, wie lange ihr so jetzt in näherem Kontakt seid. 2 Wochen richtig zusammen und wie viele Wochen jetzt so halb? Ja, das waren schon vorher einige Wochen, in der wir halt uns öfter getroffen haben, einfach nur zu reden oder um uns gegenseitig irgendwas zu geben. Wir haben okay, die Frage war, wie lange ihr jetzt, nachdem ihr eigentlich getrennt seid, doch noch zusammen seid? Ach so. Ja, das lasst mal so knappe 2 Monate sein. Gut, das ist jetzt schon mal so eine Wegmarke für mich. Also jetzt hast du, sie will sich umbringen. Ja, richtig. Warum? Erstmal ist es sehr schwer, sich mit ihr zu unterhalten. Sie schreibt es mir nur in Briefen. Gut, was schreibt sie in Briefen? Warum? Warum? Darüber haben wir uns schon unterhalten. Nur sie sagt nie konkret, Timo, ich bringe mich um. Das schreibt sie nur in Briefen. Aber warum? Darüber hat sie mir erzählt, sie hat halt finanzielle Probleme. Mhm. Große? Groß ist relativ. Es sind knappe 25.000 Euro. Ja, das ist schon viel. Ja, aber es ist kein Grund, finde ich. Du trinkst gerade. Natürlich ist es kein Grund. Natürlich ist es kein Grund. Nee, also das kann man auch in den Griff bekommen. Mhm. Aber du siehst das als sehr ernst. Für sie ist das eine ganz schlimme Sache und sie plant das auch zu machen. Du sagst, sie wird sich auch umbringen. Richtig, also es war schon länger akut, nur ich habe bis jetzt immer gesagt, sie hat mir versprochen, sie ruft mich an, wenn sie es tun wird. Warum soll sie dich anrufen? Ich habe immer gesagt, mach das, damit ich das verhindern kann. Ja. Weil ich habe es am Anfang für einen Hilfeschrei gehalten und so. Mhm. Und habe das dann so akzeptiert und dachte mir, sie ruft mich an, ich werde sie finden und werde sie davon abhalten. Mhm. Aber mittlerweile bin ich nicht mehr der Meinung, dass das Richtige wäre, sie davon abzuhalten. So, ne? Sondern eher dabei die Hand zu halten. Also sie wird's eh tun. Bist du bescheuert? Ja, genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Deswegen rufe ich ja an. Wie alt ist sie? Auch 24. Auch 24, sie hat 25.000 Euro Schulden. Ja, genau. Gibt es sonst gravierende Probleme in ihrem Leben, außer diesen Geldsorgen? Ja, schon. Beispiel? Also, das hängt halt sehr in der Vergangenheit. Sie hat sehr viel, sie ist mal sexuell missbraucht worden. Mhm. Und so diese genauen Sachen möchte ich so jetzt in der Öffentlichkeit nicht erzählen. Verstehe, also da erahne ich schon, dass auch viel Leid in ihr ist. Ja, richtig. Wir haben uns halt in der Zeit, bevor wir zusammenkamen, sehr, sehr viel unterhalten. Einfach. Ja. Dadurch kamen wir auch zusammen. Dennoch ist natürlich alles das, so wie du es gerade auch von den 25.000 Euro gesagt hast, ist das natürlich keine Begründung, sich das Leben zu nehmen. Nee, jetzt sagst du, ich will dabei sein, weil sie es eh machen wird. Ja, wenn sie es eh tun wird, dann möchte ich sie nicht alleine sterben haben. Ich möchte nicht zu Hause sitzen und am nächsten Tag erfahren, sie ist irgendwo einsam in ihrem Auto an irgendeinem bekackten Parkplatz verstorben, sondern dann möchte ich wenigstens ihren... Aber abgesehen davon, dass ich das überhaupt nicht teile, aber da werden wir gleich drüber reden. Ja. Wie stellst du dir das denn vor? Du sitzt da, wenn das Mädel sich die Arme aufschneidet und guckst zu, während sie stirbt, oder wie? Ja, was soll ich anders tun? Ja, du musst dir das doch auch schon mal vor Augen geführt haben, wie die Szene dann abläuft. Ja, ich dachte halt dann nehme ich sie in den Arm oder was, wärme sie noch oder so. Und willst zusehen, wie das Mädchen, mit dem du eigentlich gerne zusammen wärst. Das heißt, dass du eigentlich lieb hast. Ja, ich liebe sie. Die du liebst, wie das Mädchen in deinen Armen stirbt. Besser, als wenn sie alleine stirbt. Nein, sie soll nicht besser, als wenn sie alleine stirbt. Sie soll überhaupt nicht sterben. Sie soll überhaupt nicht sterben. So. Ich weiß. Aber dann verhindere ich das 2-3 Mal. Und beim 4. Mal tut sie es dann und ganz einsam und alleine und stirbt da und wird tagelang nicht gefunden oder so. Es muss ja noch früher angefasst werden. Nämlich ihr zu helfen,
dass sie von diesen Gedanken wegkommt, ihr zu helfen, dass sie es schafft, wieder eine Lebensperspektive zu sehen. Ja, ich meine, ich habe es versucht zum Beispiel, also ich meine, auf die Vergangenheit kann ich ja nichts mehr machen. Ne? Die Vergangenheit ist geschehen, da kann ich ja nicht sagen, das ist nie gewesen. Nein. Aber man kann da beispielsweise, könnte man versuchen, sie vorsichtig, ich kenne sie ja nun nicht, wie empfindlich sie ist, vorsichtig hinzuführen, dass sie in, zum Beispiel in eine Klinik geht, in eine psychosomatische Klinik, dass sie richtig gut rundherum betreut wird von Fachleuten. Das kannst du ja alles gar nicht, aber du könntest ihr vielleicht ein bisschen behilflich sein, dass sie das zumindest macht, dass sie diesen Schritt unternimmt. Es ist sehr schwer, sie darauf anzusprechen. Wie gesagt, die blockt total ab, wenn wir über Selbstmord reden oder so. Das bekomme ich halt. Aber du hast die verdammte Pflicht nochmal, Mensch. Wenn du weißt, dass das so in der Luft liegt, hast du die Pflicht, mit allen auch vorsichtigen Mitteln dieses zu thematisieren und dem Mädchen zu versuchen, irgendwie zu helfen. Und nicht solchen Quatsch dir da auszudenken, dass du mit ihr, dass du neben ihr sitzt und während sie stirbt. Verdammt nochmal. Da machst du dich mit schuldig, Timo. Ich weiß, das ist mir bewusst. Irgendwann sitzt du da später, wenn du älter bist, und denkst, vor Gottes Willen, was hab ich da getan damals? Du trägst mit Verantwortung jetzt. Du trägst Verantwortung, dass dieses Mädchen aus ihrem Tief, aus ihrer Finsternis, in der sie offensichtlich steckt, dass man ihr irgendwie, ich weiß es ja auch nicht, ich kenne sie ja nicht, ich weiß ja nicht, was da los alles ist, dass man ihr irgendwie hilft. Und wenn du es nicht kannst, dann hol dir Hilfe zur Hilfe. Ja, das Problem ist halt, wenn man sofort an die zum Beispiel Gesundheitsamt geht und sagt, ich brauche Hilfe und so, da ist ruckzuck und das Mädchen ist in einer geschlossenen. Vielleicht ist das sogar für eine Weile auch gar nicht so schlecht, Timo, wenn das so akut ist. Wir wollen das nicht immer nur so verteufeln mit der geschlossenen. Also ich bin da anderer Meinung. Ich habe das kennengelernt aufgrund meines Zivildienstes und so. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Ja, aber es soll ja auch kein langer Weg sein. Es soll ja vielleicht auch nur eine vorübergehende Lösung sein, wenn sie hochakut gefährdet ist. Ja. Ich sehe immer die Alternative. Die Alternative ist, dass sie da in deinen Armen verblutet oder was auch immer sie macht. Oder dass sie einfach sich aushaucht in deinen Armen. Die Frau, die du lieb hast, das muss man ja auch immer so nochmal klar sagen. Ja, richtig. Ja, deswegen ja. Geh zu einem Psychologen. Du! Lass dich beraten, hol dir fachkundige Unterstützung von außen, wenn du dich überfordert fühlst. Du fühlst dich ja überfordert, sonst hättest du ja auch hier heute Abend nicht angerufen mit mir. Ja, genau. Da fühlt man sich natürlich auch überfordert, sogar wenn man selbst Probleme hat. Du bist Alkoholiker, hast du gerade gesagt. Ja, aber mittlerweile, ich habe es relativ unter Kontrolle. Gut. Ich kriege das so einiges. Gut, aber du stehst auch in einer Problembelastung. Ja, ja, schon, so, dann ist das natürlich auch ein gigantisches Ding, dann jemand anderen, der vielleicht noch mehr belastet ist, da rauszuholen. Dann hol du dir Rat und Hilfe von außen. Mache ich ja gerade, ne? Ja, das ist ja richtig. Ja, ja. Aber ja. Ich möchte dich animieren, dass du dann wirklich zu einem, weil das ist ja nun sehr ernst, dass du wirklich zu einem Fachmann gehst und sagst und so, was soll ich tun, wie kann ich mich verhalten? Oder dass ihr gemeinsam das überlegt, was man tun könnte. Ja, das Problem ist halt, ich wohne nicht in so einem großen Ort, sag ich mal, und aufgrund meines Zivildienstes, in dem ich mich sehr lange engagiert habe und auch durch meine Nebenjobs und so, kennt man mich. Also ich kann nicht anonym zu irgendeiner Beratungsstelle gehen oder so, man kennt mich. Ja, du musst ja nicht anonym hingehen. Du kannst auch hingehen und sagen, ich bin der Timo oder wie immer du heißt, ich habe da ein Problem mit einer Freundin, bitte helfen Sie mir. Du musst ja nicht anonym sein. Ja, ich habe halt wirklich Angst. Ich bin das halt so gewohnt, dass da sofort nachgeforscht wird und dass sie dann direkt angesprochen wird. Und das ist so eine Art Vertrauensmissbrauch. Was ist das? Vertrauensmissbrauch ihr gegenüber. Ja, aber pfeif auf den Vertrauensmissbrauch, Timo, wenn es ums Leben geht. Vielleicht wird das Mädchen dir irgendwann hochdankbar sein. Vielleicht wird sie immer sagen, Gott sei Dank hast du mein Vertrauen missbraucht. Ich lebe. Ich weiß es nicht. Sie sagt, du bist der Einzige, der mich versteht, der mich respektiert. Und Vertrauensmissbrauch ist genau der Konter zum Respekt. Ja, aber du trägst eine irre Verantwortung jetzt. Ich weiß. Und da muss man dann auch vielleicht mal 5 gerade sein lassen und das große Ziel vor Augen haben, nämlich das Leben des Mädels zu retten. Aber was ist, wenn ich ihr damit das Letzte nehme? Wenn sie sagt, juhu, da gibt's doch noch jemanden, der mir vertraut, der mich ernst nimmt, der mich für wahr nimmt, der mich für voll nimmt. Ja, aber was nutzt das denn, wenn sie dann stirbt irgendwann?
Das ist doch da tritt man sich doch im Kreis. Jetzt habe ich das große Problem, du hörst die Musik, die Sendung ist gleich vorbei. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an, das können wir jetzt nicht so abbrechen hier. Also wir brechen es hier ab und wir rufen dich gleich nochmal an, Timo. Okay? Okay. Leg bitte auf, bis gleich. Tschüss. In der Technik, Michael Jansen. Morgen wieder freie Themennacht. Ich gucke da hoch, weil da oben die Uhr steht. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.